Trickfilmtage Oberbayern. www.trickfilmtage.de. Wir sind Julien und Tommy von der Grundschule Ampfing und sind heute bei FS1 zu Gast. Wir erstellen mit der Trickfilmbox unseren eigenen Trickfilm. Dazu verwenden wir iPads und die App It's Stop Motion. Für eine Sekunde Film braucht man 12 Bilder. Erst dann ist der Film einigermaßen flüssig. Für einen Film, der eine Minute dauert, müssen wir also 720 Bilder machen. Die Geschichten für die Filme überlegen wir uns selbst. Wir basteln Figuren und Hintergründe, die dann in der Trickbox bewegt und fotografiert werden. Die Filme werden zum Trickfilmfestival am 20. und 21. Juli im Stadtkino Trostberg eingereicht. Hier treffen sich alle Gruppen und schauen sich die Filme an. Außerdem gibt es verschiedene Workshops rund um das Thema Film, Kamera, Maske und vieles mehr. Hier sind Clara Marie und Lea da. Von Ampfing. Spuk auf Burg Rabenstein. Die Schüler freuen sich auf ihre Klassenfahrt. Doch diese geht nicht mit rechten Dingen zu. Wer spukt auf Burg Rabenstein? Ob das Rätsel gelöst wird, seht ihr im nächsten Film. Morgen geht's los. Wir fahren auf Burg Rabenstein in die Jugendherberge. Ruft die Klassenlehrerin. Die Klasse freut sich, ist sehr aufgeregt. Am nächsten Morgen geht es los. Mit dem Bus fährt die 4B mit ihren Lehrern, Frau Bauer und Herr Brüssel, nach Rabenstein. Die Burg befindet sich mitten im Wald. Ein Handy klingelt. Herr Brüssel geht dran und sagt: Na Spotzel, morgen bin ich wieder da. Nach dem Abendessen gehen die Kinder zum Schlafen in ihre Zimmer. Es ist dunkel und still um die Burg. Psst, habt ihr Lust auf eine Mutprobe? Flüstert Natascha plötzlich. Wer traut sich jetzt, mitten in der Nacht durch die Burg zu laufen? Natürlich sind alle dabei und die Kinder schleichen aus ihren Schlafzimmern. Die Burg ist kalt und finster und kein Laut ist zu hören. Das ist schon irgendwie unheimlich, murmelt Lea. Plötzlich hören die Kinder ein Geräusch, ein lautes Kraxen und Knirschen, das immer näher kam. Oh Gott, was ist das? Kreischt Lou. Zu Tode erschrocken starten die Kinder in den dunklen Gang. Das Quietschen kommt näher. Plötzlich taumelt eine alte Ritterrüstung um die Ecke und kommt direkt auf die Gruppe zu. Hilfe! Schreien die Kinder und rennen voller Panik zurück in ihren Schlafsaal. Geweckt vom Lärm wacht die Lehrerin auf. Hast du das gehört? Sieh doch mal nach, was da draußen... Doch das zweite Bett ist leer. Verwirrt greift die Lehrerin nach ihrem Handy. Wo ist nur die Nummer von Herrn Brüssel? Im Schlafsaal kauerten die Kinder ängstlich in ihren Betten. Was war das? Fragt Max. Es gibt doch eigentlich gar keine Geister, oder? Schweigend schauen sich die Kinder an. Da sind plötzlich Schritte auf dem Gang zu hören. Oh nein, da kommt jemand! Ruft Lea. Knallend geht die Tür auf und ein Geist flieht ins Zimmer. Das ist gar kein Geist, das ist Herr Brüssel. Die Kinder reißen Herrn Brüssel das Betttuch vom Kopf. Mann, haben sie uns erschreckt. Und so konnte die mutige Klasse 4b den Spuk auf Burg Rabenstein ein Ende bereiten und noch einen schönen Schulausflug erleben.
Der Kampf der Drachen. Böse Drachen bedrohen die Erde und die Menschen. Gelingt es den guten Drachen, die bösen Drachen zu vertreiben und die Welt zu retten? Das seht ihr gleich. Es war einst vor langer Zeit, da lebten in unserem Sonnensystem noch Drachen. Die Drachen waren Elementdrachen und nutzten die Macht der Elemente. Die Drachen auf der Erde lebten friedlich mit den Menschen zusammen, dank einem großen blutroten Diamanten, der seinem Besitzer große Macht verleiht, können die Erdbewohner ihren Planeten gegen die bösen Mächte verteidigen. Im Weltall leben die bösen Drachen. Sie beherrschen fast alle Planeten des Sonnensystems außer der Erde. Auch sie nutzen die Macht der Elemente, um ihr Reich zu vergrößern. Doch gegen den roten Diamanten sind sie machtlos. Die Erde ist ein fruchtbarer Planet. Dort gibt es Wasser. Wir müssen diesen Planeten in unseren Besitz bringen. Beschließt Shredra, der König der bösen Drachen. Dann müssen wir den roten Diamant stehlen. Ruft Jack the Killer. Er verleiht uns die Macht über die Erde. Die bösen Drachen fliegen durch das Weltall zur Erde. Der Feuerdrache verbrennt die Wälder. Der Wasserdrache überflutet die Täler. Die Menschen fliehen verzweifelt in die Burg der Drachen. Sie wollen unseren roten Diamanten stehlen, um die Erde zu beherrschen. Sagt Jay, der König der guten Drachen. Wir müssen sie aufhalten. Die Elementdrachen erheben sich in die Lüfte, um sich den bösen Drachen im Kampf zu stellen. Der Luftdrache versucht, die bösen Drachen zurück ins Weltall zu blasen. Der Wasserdrache errichtet eine Wand aus Eis, um die Erde zu schützen. Nie wirst du den roten Diamanten besitzen. Die Erde ist unser. Wir werden sie beherrschen. Der Kampf dauert 3 Tage und 3 Nächte. Dann versteinert der gute Drache den bösen Drachen. Im gleichen Moment verschwinden die bösen Drachen von der Erde. Die guten Drachen haben den Diamanten und die Erde gerettet und können weiter gemeinsam mit den Menschen auf ihrem wunderschönen Planeten leben. Barchak, ein Urlaub am Meer kann manchmal gefährlich sein. Im nächsten Film ist Gruselstimmung garantiert. Das Leben danach. Was passiert nach dem Tod? Dieser Frage sind Luisa, Kathi und Sarah nachgegangen.
Telepheophasis. Das Leben eines Fisches ist manchmal schwer. Doch auch als Angler lebt man gefährlich. Trickfilmtage Oberbayern www.trickfilmtage.de